jetzt hoffe ich einfach, dass es nicht die GoPro bei 50 km/h irgendwann voll wegfetzt. Ich bin einfach nur glücklich, dass wir wieder fahren können. Ich bin so glücklich. Oh, irgendwann bin ich das auch. Irgendwann kann ich auch Wheelies mit dir machen. Einen wunderschönen guten Morgen, YouTube. Ha, endlich wieder Motorrad fahren können. Wie geht es euch? Mir geht es blendend bei diesem wunderschönen Wetter, was wohl eine Woche noch andauern soll, was ultra geil wäre. Ach Leute, was gibt's so zu berichten? Wie es vielleicht manchen aufgefallen ist, hat sich das Setup ein bisschen verändert. Also minimal, man merkt es fast gar nicht, würde ich behaupten. So, hier auf der rechten Seite fehlt was, und zwar mein Kopf. Die Geschichte zum Setup-Wechsel, Junge, Junge, Junge. Also ich habe schon einmal ein Video aufgenommen mit diesem Setup. Nur ich habe mir auch gleich ein neues Mikro gekauft. Nicht, weil mein jetziges Mikro, also das ist jetzt das alte Mikro, das neue werde ich niemals wieder benutzen. Ich glaube, ich habe es schon weggeschmissen. Aber ich dachte mir so, komm, muss eh den ganzen Helm umbauen, deswegen muss das Kabel neu verlegen, holst halt gleich ein neues Mikro, was ein kürzeres Kabel hat, weil ihr müsst euch vorstellen, mein jetziges Mikro. Boah, macht das Spaß, Gas zu geben. Mein jetziges Mikro ist 2 bis 2,5 Meter lang. Das ist nicht geil. Bei meinem alten Setup habe ich das einfach so eingerollt und dann hing das da unter der GoPro, hing das rum, sah komplett aus, so ne Spaß. Dachte mir so, ja komm, holst dir gleich ein kleineres Mikro, dann hängt nur ein bisschen was vom Kabel da unten raus. Außerdem war es eckig, also der Anschluss war eckig, was halt sehr viel praktischer ist, wenn meine GoPro hier vorne hängt, habe ich halt nicht viel Platz zwischen dem Anschluss und dem Helm. Gut, geholt, habe ich schon gesehen. Ah, es ist nur ein einpoliges Mikro, was nicht so optimal ist. Aber hey, das heißt einfach, ich nehme nur auf einer Seite auf. In diesem Fall war es nur links, wurde aufgenommen. Ich habe einfach in meinem Schnittprogramm umgestellt, dass 50% links rauskommt, sondern 50% rechts und fertig. Dann hat sich gleichmäßig angehört, behaupte ich mal. Ich habe wirklich fertig geschnitten alles schon. Habe ich es mir angeschaut und angehört. Digga, die Soundquali ist so... Junge! Die Soundqualität hört sich übertrieben. Mein Setup hat gefühlt nur hier das Dashboard aufgenommen. Ich musste dann komplett nochmal die GoPro anders mounten, musste sie weiter nach vorne, damit ich sie weiter nach oben lehnen kann. Weil, wenn ich die GoPro zu weit nach oben gelehnt habe, damit sie halt mehr von dem, was vor mir passiert, sieht, Digga, dann konnte ich mein Visier nicht mehr auf und zu klappen, weil die GoPro dazwischen war. Also komplett alles nochmal umgebaut. Dann habe ich Angst, weil mein Helm, Digga, mein Helm hat keine glatten Flächen. Ohne Spaß, du kannst nirgends dieses Sticky Mount, also diesen Kleber anbringen, wo dann die GoPro befestigt wird. Also muss ich mir so extra Knetmasse holen, die dann formen dran. Jetzt hoffe ich einfach, dass es nicht die GoPro bei 50 km/h irgendwann voll wegfetzt. Und das ist die Geschichte zum neuen Setup. Ich hoffe, dass es besser ist. Ich denke auch, dass es besser sein wird, weil ihr seht jetzt einfach auch, was ich sehe davor. Wenn ich im rechten Augenwinkel was gesehen habe und mich halt nach rechts gedreht habe. Also sagen wir, ich sehe im rechten Augenwinkel was und ich drehe mich nach rechts, dadurch, dass mein Helm rechts von der Cam ist, habt ihr es halt nicht gesehen. So seht ihr es wahrscheinlich mehr, wenn ich irgendwo hinschaue. Außerdem sieht es halt einfach besser aus, finde ich, beim Helm. Es hängt halt nicht links so ein fettes Ding rum. Und außerdem, neues Jahr. Mal schauen, vielleicht ändere ich jedes Jahr jetzt mein Setup. Beim nächsten Mal wird die Cam dann rechts sein, dann irgendwann oben auf meinem Kopf drauf. Weil ich bin einfach glücklich, dass ich wieder rumfahren kann, Mann. So schön, wenn es trocken ist. Es schneit nicht. Es ist nicht allzu kalt. Bisschen kalt ist es schon, aber nicht zu kalt. Was ich auch eigentlich gleich am Anfang des Videos sagen wollte, dann habe ich angefangen, über mein Setup zu plaudern. Aber jetzt kommen wieder sehr, sehr, sehr wahrscheinlich regelmäßige Uploads. Außer halt, wie gesagt, es regnet 3 Wochen durch, dann kann ich halt nichts aufnehmen. Tut mir leid, weil ich habe keinen Bock, durch Regen zu fahren. Aber jetzt scheint ja eine Woche lang die Sonne in München, was sehr schön ist. Es wird warme Temperaturen haben in München, was auch sehr schön ist. Das heißt, so viel wie, ich kann aufnehmen. Das hier ist auch schon voll verblasst, Mann. Ich weiß nur, als ich es gekauft habe, da konnte man hier noch Sachen drauf lesen. Hier war übrigens auch noch ein Sticker. Ich weiß nicht, ob hier oben oder hier unten, den habe ich weggemacht. Deswegen ist auch der Lack so extrem beschädigt. Ich glaube, der Cam sieht man es aber nicht so. Na, Tank ist auf jeden Fall sehr, sehr zerkratzt. Vielleicht habe ich auch damit was zu tun. Ich bin einfach nur glücklich, dass wir wieder fahren können. Bin so glücklich. Oh, so toll. Im Übrigen, ich habe ja einmal ein Video gemacht im Winter. Das war vor
zwei Monaten oder so kam. Und da ist mir aufgefallen, nachdem ich sie abgestellt habe und alles, dass sich hier Kondenswasser gebildet hat, hatte ich direkt gar keinen Bock mehr. Aber jetzt ist es zum Glück nicht mehr so. Hat sich wohl selber repariert. Wollte ich nur kurz erwähnt haben. Ich glaube, es werden nicht so viele Leute jetzt unterwegs sein in der Stadt. Vor allem, weil aktuell die Lage nun mal so ist, wie sie ist. Also werden wir nicht viel erleben können. Aber ich habe schon ein paar Sachen geplant für die ersten Videos. Eine ist halt mit dem Führerschein, wie es mit dem Bike weitergeht. Kann ich schon mal kurz anteasern. Führerschein ist halt nicht sehr viel weit gegangen, weil halt Fahrschulen geschlossen hatten. Bike gab es ein paar kleine Planänderungen, wobei ich gestern wieder was gesehen habe und dann dachte ich wieder den Plan zu ändern, aber das werde ich euch dann erzählen, wenn es soweit ist. Ich glaube, Landstraße fahre ich auch nochmal. Einfach so die erste Landstraße des Jahres. Einfach mal aufnehmen. Und das war es dann auch schon mit Videoideen, die ich machen will. Maschallah. Habe ich euch eigentlich erzählt, dass ich kurz davor war, einen Quad zu kaufen. Aber ich habe einfach mal so zum Spaß über Winter, weil es ist ja eh nichts zu tun gerade, rumgeschaut, für was gehen Quads ungefähr. Und da gibt es wirklich so für 2,5, maximal 3, gibt es echt schicke Dinger, Mann. Und da war ich kurz davor, dahin zu fahren und mir so einen Quad zu gönnen. Das hat schon getaugt für den Winter, da ein bisschen durch Schnee und so zu fliegen, Mann. Was macht denn der da? Straßensperre oder was? Ist das der neue Defender? Boah, sieht der geil aus. Sieht schon frisch aus. Okay, ich weiß nicht, was ich von den Lichtern halten soll. Boah, Junge, den kenne ich, Mann. Der fährt ganz oft rum, dieser GLS mit ukrainischem Kennzeichen. Also wirklich oft. Also wirklich sehr oft. Damals, als ich noch in der Autovermietung gearbeitet habe, da habe ich den schon gesehen, Mann. Er macht einen Wheelie. Irgendwann bin ich das auch. Irgendwann kann ich auch Wheelies mit dir machen. Da macht ihr auch auf dem Dach. Auf dem Dach ist es am coolsten. Boah, der ist full. Ja. Die Verlegung ist eingetragen, oder? Digga, gib doch Gas, Mann. Und wo komme ich jetzt hin? Ah, ich bin... Nee, nicht Riesenfeld. Ich dachte, ich bin ganz woanders. Hier ist ein Norma, oder? Hey, war doch irgendwo ein Norma oder sowas. Bin ich dumm? Na doch, da ist Norma. Da war ich übrigens einmal am Arbeiten, damals, als ich noch meine Ausbildung bei Norma gemacht habe. Ja, Leute, ich glaube, wir packen es langsam, weil sehr viel passiert hier eh nicht mehr jetzt. Außer, dass wir in den Stau geraten. Also, YouTube, an dieser Stelle bedanke ich mich fürs Zuschauen. Lasst einen Daumen hoch da, abonniert den Kanal, macht 5 Fake-Accounts, macht mit denen genau das Gleiche. Sonst sehen wir uns beim nächsten Mal, was in hoffentlich 2 Tagen sein wird. Hoffentlich kommt dieses Video am Montag raus, aber ich denke schon. Morgen reden wir über... Ich will gar nichts versprechen eigentlich, weil ich eh weiß, dass ich es komplett vergessen werde. Morgen reden wir über irgendein Thema. Nicht morgen, übermorgen. Was laber ich eigentlich? Bis dahin, genießt das schöne Wetter, wo auch immer ihr seid. Hoffentlich habt ihr auch schönes Wetter und nicht Schnee und Eis und all diesen ekligen Schrott. Leute, wir sehen uns. Yalla.